Hallo, wir begrüßen euch zum Jahr 6 in Final Fantasy Crystal Chronicles. 16. Teil. Yippie-yay. Schweinebacke. Yo. Ja, wir haben uns das letzte Mal ordentlich in unserem schönen Städtchen Erfurt Nord aufgepimpt. Also ich nicht, glaube. Ich glaube ich auch nicht, eigentlich nur du. Also einige von uns. Und ich. Oh, dramatische Musik. Das ist der Schwarze Ritter. Das ist die Schwarze Ritter-Musik. Ich weiß es genau. Nein. Stimmt. Alter, wie er abgeht. Schon wieder. Der killt die. Oh, das ist jetzt eine Schlüsselszene. Heute entkommst du mir nicht. Oh, ich kann das gar nicht drücken, ne? Ich muss jetzt mich beeilen. Wer drückt denn? Na, niemand. Ja, niemand. Das geht automatisch. Ah. So schnell. Ein Flying Orb. Boah, das sieht so evil aus. Eh. Ein Kind? Jetzt kann ich drücken. Jetzt geht's. So, wer möchte den Leon S. Rush? Für meinen Vater. Der ist bipolar. Sprich du ihn bitte, Daniel. Was? Wie jetzt? Das soll mein Ende sein? Ohne meine Erinnerung soll ich nun sterbi? Was? Ich? Eine leere Hülle. Wohin wird meine Seele gehen? Soll das mein Ende sein? Antworte! Licht! Ich bin nicht Licht, ich bin Leon Ezra. Leon Ezra? Der Kindersoldat. Leon S. Kennedy. Ich habe sie gefunden. Leon Ezra. Erinnerungen. Jonah Ezra, meine alte Mutter! Junge! Das war's. Tut, das war's, Spiel zu Ende. Krass, ich dachte, es käme erst sehr viel später im Spiel. Was, die haben den jetzt. Das Kind hat den jetzt umgebracht. Ja. So, wir wollen uns ja mal. Das ach ja, nee, ich hab das schon. Das tut mir so. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Ich bin das. Mach mal. Es tut mir so leid. Ich wollte es verhindern. Solange der Wille zum Leben existiert, wird Rahm es wieder geschehen lassen. Das müsstest du mir doch vorher mal sagen. Oh, ihr Abend des Kristalls. Was soll ich nur tun? Ist traurig. Ins Tagebuch eingetragen. Tja, das war's mit dem Schwarzen Ritter. Mhm. So schnell. Ich habe ihn genau zweimal gesehen. Nee. Das war ein paar Mal öfter. Echt? Ja. Wie im Leben? Doch, ungefähr viermal. Ungefähr viermal. Schau dir die Folgen an. Ich bin mir mit Johannes einig, dass es nur zweimal war. Nein. Das war das zweite Mal schon. Ja. Überhaupt nicht. Doch. Wie im Leben. Ja. Ihr seid doch total planlos. Nein. Ja. Hoch drei. Ja. Die waren aber dabei. War schlecht. Ach, die schon wieder. Ach, nee, er schon wieder. Massenkarambolage. Das ist Hardy. Soll ich den sprechen? Ja, ich hatte ja auch Gardi gesprochen. Hallo, wie geht es euch? Wie sieht da ein Unterschied? Nee, das ist bist du nah? Oh, wegen meiner weißen Tracht? Nun, weiß ist die Farbe der Unschuld. So lassen sich die Leute einfacher betrügen. Aua. Ich bin's, Gardi. Das ist die Kleidung meines Bruders. Hatte ich es noch nicht erwähnt? Ich habe einen Bruder. Wenn ich morgens aufwache, hängen manchmal seine Klamotten an der Wand. Anders als ich, ist mein Bruder ehrlich und nett. Und er hatte etwas Unglaubliches vor. Könnt ihr es erraten? War das nicht der Betrüger? Ja, der mit dem Brot. Und der ist nett. Mein Bruder wollte diese Welt von mir erstmal befreien. Ist das nicht ein grandioser Gedanke? Und da war des Rätsels Lösung schon sehr nahe. Um ehrlich zu sein, ist mein Bruder das Einzige, woran ich mich erinnere. Die Erinnerungen an ihn sind das einzig Wahre in mir. Der Rest ist alles nur erlogen, um meine innere Leere zu füllen. Wenn das von mir Gesagte wahr ist, dann sind es bestimmt meine vergessenen Erinnerungen, die aus mir sprechen. Hallo. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Was? Oh, nein. Ach du Scheiße. Ich glaube, die Matrix ist zusammengebrochen. Hä? Du wieder? Ihr könnt Reim nicht besiegen. Ihr seid zu ehrlich. Zu rein. Zu ehrlich, um Erinnerungen zu rein, um... Oh, da fällt mir ein. So, wieder ein Teil des Gedichts. Lese jetzt nicht vor. Obacht. Ja. Finde ich ein super Wort. Die Bredouille, ne?
Ach ja, oder und noch etwas. Was für ein Ding? Ich habe meinen Bruder noch nie getroffen. Wenn ihr ihn seht, grüßt ihn von mir. Na, rattert's da bei euch, was das bedeuten könnte? Habt ihr schon langsam durchschaut? Mit Hardy und Gardy. Das sind Brüder. Das, der ist schizophren. Genau. Ja, also... Der zieht halt, ja, zieht halt frühs einfach mal andere Klamotten an. Frühs? Habt ihr wenigstens auch durchschaut, frühs, wer der schwarze Ritter war? Was? Was? Nein. 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 Wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich das weiß es nicht. Wirklich offensichtlich. Stand ja auch da im Text. Hab nicht hingeguckt. Das bestimmt ist das ganze Spiel nur eine einzige Person. Ihr spielt alle gleichzeitig. Ach, die habe ich gesprochen, glaube ich. Hanna Kohl. Oh mein Gott. Da wir haben den gesprochen. Ich mache das einfach. Was ja ist? Gefällt es euch? Wie wär's? 100 Gil für eine Aufführung. Oh, für eine. Ah, volle Kanne. Nein. Ja, wir haben nie Geld. Leute. Wir haben nie Geld. Ach, weg. Oh, also. Ey, könnt ihr euch nicht mal was angucken? Toll. Naja, ist doch schön. Ich hoffe, die 100 Gil wurden nur dir abgezogen. So, weiterreisen, das reicht auch. Ich glaube, die wurden nur euch abgezogen. Das war die schlechteste Investition, die wir je getätigt haben. Meine Fresse. Und das war übrigens ein, wie heißt er, wie heißt seine Rasse? Selkie. Ein Selkie. Naja. Dieser Verlust geht nicht auf die Kappe der Jukas. Tja, ihr müsst natürlich mal gucken. Nee, er ist ein Klavert. Ja, stimmt. Du meinst Roman, ne? Roman, naja, wer hat denn gerade unser Geld verschwendet? Roman. Roman. Eigentlich müsste er jetzt jedem von uns Klavroman Gil geben. Was? Ein das wurde, glaube ich, nur euch abgezogen. Das waren ja meine Freunde sozusagen. Hallo, du hast doch das leichte Mädchen gerade angeheuert. Ja, naja. Weil ihr keinen Spaß versteht, ihr Luschen. Dir einen Lapdance zu geben. Ja. Mit einer Trommel, ich bitte dich. Das ist doch Wurst. Hätte sie nur eine Trommel. Deine Wurst anderes ist, ich gehe nicht näher drauf. Wegen meiner Wurst habe ich die 100 ausgegeben. Ja, weil du gedacht hast, ich lass mal meine Wurst denken. Nee, nicht deine Wurst. Na, deine Wurst. Ist gut, jetzt sind wir nicht beim Fleischer. Ja, aber Roman war beim Fleischbeschauung gerade. Kurz beim Wurst. Hallo, wir müssen hier die Welt retten und du Wurst gibst 100 Geld für sowas aus. Ja, naja. Ihr seid aber wirklich Prioritäten. Scheißefresser seid ihr. Einfach nur Scheißefresser. Ruhe jetzt. Ja. Echte Fiuppen eben. Ja. Gehen in Pilzwald. Richtig. Pilzwald. Evolution. Och man. Dungeon. Das reicht auch langsam. Oh. Jetzt kriegen wir bestimmt 200 wieder, nur weil ich das ausgegeben habe. Ja, vielleicht gehen wir auch über los. Nee, wahrscheinlich kommt jetzt das nächste Mädchen dem rum. Nein, das ist jetzt schon wieder. Die denkt jetzt, sie kann es mit uns machen. Die kommt jetzt immer an. Schnell nach rechts abbiegen. Die Straße war gerade, da können wir nicht einfach so ausbüchsen. Doch, klar, hier ist offen, siehst du, hier ist kein Zaun. Doch, überall. Die freut sich jetzt und hilft uns beim Endgegner. Tag allerseits. Achso. Und? Wie sieht's aus? Ist euer Kelch schon voll? Klar, mein Kelch ist voll. Rand gefüllt. Geht uns genauso. Aber wir machen das im Handumdrehen. Genau. Nur nichts überstürzen. Locker Und die Reise genießen. Und genießen. Also macht's gut. Man sieht sich. Die genießen jetzt erstmal unsere Kohle. Das ist übrigens eines der Ereignisse, das sich ständig wiederholt. Ja, ich. Deswegen gibt's da auch keinen Eintrag mehr. Deswegen das nächste Mal würde ich einfach mit A durchballern. Ballern. Durchballern. Echt, ballern geht's ja auch. So, Pilzwald. Wir hätten uns Erde holen sollen. Junge Erde! Ich bin noch nicht durchgekommen. Ist das nicht auch in der Mine? Nein, da gibt's doch Feuer. In der Mine. So, den Text kennen ja alle fleißigen Zuschauer schon. Richtig, wenn nicht, deswegen müssen wir gucken. Ich muss viel Geld sammeln. Oh. Das darfst du aber nicht, das war auch schon ein Flussbell, hat es keiner... Schaden zufügen, na klar. Willst du mich verarschen, Mike? Da, Roman hat da nicht drauf geachtet. Was denn? Nur. Zählt er doch, jetzt alles, klar, was ich mache, als Schaden? Nee, ich hab immer drauf geachtet. Doch, ja, aber doch. Wir haben nichts. Wir müssen drauf haben. Oh, oh, du. Wer macht mit? Ach, niemand. Ja, wir haben noch nichts. Ja. Einfach so draufhauen. Ich glaube, einfach mal 320 Kill aufbauen. Ja, schön, das für dich. Ja, das will doch niemand kannst wissen. Kannst du ja auszahlen. Niemand mag den Quatsch von Roman wieder los. Wie hält denn das aus? Na, weil Kragitas nicht. Jetzt ist tot. Da ist viel Tee. Achso, das ist aua. Jetzt schon. Und ich bräuchte Heilung. Oh Mann. Das beamt ja. Der hat jetzt wieder aufgenommen. Geht gleich. Ich nicht. Brauch's nämlich nicht. Da ist Feuer, Roman. Da kannst du Kragitas machen. Wie er immer wegläuft. Ja, Schwein gehabt. Ja, ja. Dann ist Eis. Hab ich schon. Roman braucht Eis. Du was da, nee. Nimm doch mal bitte Eis. Nochmal Eis. Na, wieso nochmal? Na, ich hab ja Feuer schon. Ja. Das löst sich ja gegenseitig auf. So, warte mal, ich glaube, es könnte unten lang gehen.
Was? Ach, die Route ändert sich, ne? Ja, die Pilze wachsen nämlich von Evolutionsstufe zu Evolutionsstufe. Die waren vorher nicht da, diese großen. Ah ja. Was? Ja. Oh. Toll, oder? Ja, klasse. Es gibt hier schöne Accessoire-Skizzen für dich, Johannes. Deswegen, oh, aua. Augen auf. Du solltest Feuer benutzen. Hab ich nicht, das hat Roman dankbarerweise. Das ist ich muss es ja unbedingt aufnehmen. Krass, ich hab den eingefroren. Ich glaub, ein Tod. Oder warte mal, ich hab einen Pokédex. Hä, wie schnell war der denn jetzt hier? Ach, das ist ein Stein vorne, die hassen nur Gravitas. Tina, du brauchst mal eine Heilung. Du hast es gesehen! Die Hallo. Jenny! Was hat sie noch gemacht? Steht's da! Wie sie sich Geld geklaut hat. Ja. Na, dummes Arschloch. Du darfst doch nicht einfach 320 Kills behalten. Bräuchte Heilung? Hallo, wir brauchen gute Items am Ende, Mike. Gute genau, Artefakte. Genau, dein, also, dein Spruch immer. 20. Das hat ja immer so gut geklappt, wenn ich Geld einsammeln wollte. Ich habe mir überlegt, am besten sammelst nur du noch Geld ein und musst uns dann aber alles kaufen, was wir wollen. Ja, und dann hieß es ja, ne? Wie war das? Naja, eins geht aufs Haus und eins bezahlt ihr. Aber dafür gebt ihr mir trotzdem Geld. Ja. Das habt ihr missverstanden. Du hast es undeutlich ausgedrückt. Ihr macht mal bitte Gravitas. Links. Nein, ich 3, 2, 1. Ich überlasse dir das Geld, Daniel. Jetzt hier aber den noch ja. Ich kann dir nicht versprechen, dass Roman genauso handelt. Warte, ich komme. Oder Scheiße, lass mal den Scheißer da hinten. Geht ab. 3. Ja, die können euch, was sagst du da, jetzt taumeln lassen? Ja, ich hab's nicht genommen, Daniel. Haha. Jetzt aber. 3, 2, 1. Ja, doch. Jawohl, ja. Ich bin jetzt bereit zur Kooperation. Das musst du nur noch Roman überzeugen. Ich hab kooperiert. Was macht man? Du hast inkorporiert. Du sollst das Geld liegen lassen. Wegen dir? Ja. Ja, mach ich. Kein Ding. So einfach. Ich wusste es doch noch gar nicht. Ich hab's nicht geschnallt. Hä? Einer der ersten Sätze von Daniel war, ja, ich konzentriere sammeln. Mich auf das Spiel. Ich merke schon, hier ist noch der Mario Kart Wurm drin. Der Teufelswurm. Vielleicht auch ein Schießlocker-Wurm. Ich nehm's nicht. Ah, nimm das Geld. Ach, ich schlage ständig hier auf. Ey, wo geht der denn hin? Bingo. Nee, doch nicht. Ja, ihr könnt mal, der Pina. Könnt mal den Krug mitnehmen. Um einzueisen. Ich glaube, hier kommen viele Gegner. So offen wie das ist. Ja, doch. Oh, nein, Küsschen, scheiße. Ist das gut? Ja, es ist, das ist lustig. Das ist ziemlich hart. Ich hab's das brennt sehr gut, Roman. Ja, es brennt. Okay, es brennt. Na, wenn du mal Feuer machen würdest. Ich bin vergiftet irgendwie. Egal, wir haben keinen Sand. Das, macht das ist fast tot. Okay, gut. Toll. Geil, niedrige. Junge! Du Leute! Alter! Hast du doch schon vom letzten Mal bekommen? Nein, ich hab keins bekommen. Ja, du kriegst es, wenn dir hier die hier genügt haben. Nitrifäuste. Hab ich schon. Kann ich sie jetzt verkaufen? Oh, Heilung, Heilung! So, warte, ich mach die Leute noch tot, dann kriegst du dein Mitre, okay? Heilung? Ja, sorry, ich Heilung? War gerade im... Du kriegst Heilung! Da reinkommen. Geil, das war ja... Mitre, alles Geld, also... Mitre Haube! Das ist genau dein Ding. Nee, ich nicht. Hab einen Fisch. Tüch ist für Johannes die Mitre. So, aber ich meine, das ist nicht mein Ding, dass du alles kriegst. Ruhe jetzt. Ich hab Milch. So, Moment. Hier, bitteschön. Da höre ich auch ein Danke. Danke. So. Sag mal Spaß. Höre ich auch ein Spaß. Wieder entkräftigen. Entkräften. Entkräftigen? Entkräften. Kräftigitieren. Soll ich hier lang? Ja, wollen wir auch. Jetzt drück pass auf. Drück die Zwiebel. Das ist ein Pilz. Alter. Hast du gesehen, was ich für ein Salto gemacht habe? Ja, nur du. Und wir sind alle starr wie Klopse auf den Boden gefallen. Sehr gut, Johannes. Er hat dich überhaupt nicht gemerkt, du alter Sneaky Boy. Ja. Ninja. Ninja Hannes. Ist das hier Eis? Ja, ja das brauchen wir. Wir können das nochmal aufnehmen zum Spaß. Ich nehme es mal einfach mal auf. Ich kann 160, ja auch mal zaubern. Also sind wir uns ab sofort einig, dass derjenige, der diesen Bonus hat, dass wir den auch tatsächlich dabei unterstützen. Ja. Es auch sei denn, du hast die Idee. Nein, nein. Wenn wir uns dann einigen können, dass wenn keiner diesen Bonus hat, wir uns darüber unterhalten, wer Geld aufhebt. Ja, können wir. Oh, das wird doch voll langweilig. Los! Ach so! Vorsicht, Moment, Verteidigung. Ja, ich weiß, meine ich den 3, 2, 1. Instant kloppen. Ich hab die niedrigste Verteidigung. Instant kill. Ich hab 39. Gut, noch mal Geld. Ich hab 20. Das glaube ich nicht, dass du, gerade du, 20 ich Verteidigung hast. 41. Ich hab 48. Ach, siehst du, stimmt, jetzt habe ich 41, weil ich das Ding aufgehoben habe. Wie viel hat das gemacht? Wohl 2 oder ich glaub, was? Ich glaube plus 2. Aua! Grundmais!
Alter, ich komme mit diesen Viechern einfach nicht dazu, die zu schlagen. Ich glaube, ich laufe die ganze Zeit nur rum und schlag in die Luft. Kringelkirsche. Warum machen wir das jetzt? Weil wir es dann eh brauchen. So. Wir brauchen es. Im Strom. Der Liste. Hier zaubert eh keiner Feuer so richtig. Nimm den Strom! Ich übrigens auch nicht. Mich auch, doch ich. Da würde ich jetzt wieder zurück zum Dungeon anfangen. Oh, diese Kerl, das Akro-Tier. Ach, Alter, voll geil. Ich wollte gerade meine Kommandoliste aktualisieren, aber brauche ich gar nicht. Ich habe so viele Slots. Da ist nochmal Feuer. Das will ich haben! Sehr schön, da könnt ihr Doppelfeier. Nö. Hier, Gegner. Wie aktuell. Was hast du gesagt? Synchronisieren? Wie meintest du das? Johannes. Fisch. Was denn? Willst du denn die synchronisieren? Aktualisieren, habe ich gesagt. Oh, wenn es so 20er sind, dann. Ach, leider. Nicht. Ja, ich wollte es nicht sagen. Pass auf, das ist ein Küsschen. Wir sind gegen. Aua. Aua. Ja, hassen, genau, seht ihr, wie es brennt? Ja, die hassen Feuer wie die Pest. Ich sehe ihn. Naja, ist ja auch eine Pflanze, ne? Vorsicht, der kann dich stunnen. Ach Quatsch. Volle Kraft nach wieder vorne. Wieder Geld. So ein fettes Vieh ist 20 nur. Ja, aber so ein kleiner Kackwurm 160. Kackwurm! Ja, also jetzt, das ist ja schon mehr. 40 ist mehr als 20. Nee. Hat man mal so festgestellt, ja. Das war aber früher. Vorsicht, Magie. Oh, Magie. Schnell weg. Naja, manche von euch sind da schneller als das stimmt. Die Kupo-Polizei erlaubt. Kupo, der war hart. Polizei. Nicht schlecht. Ja, Sanitä. Ich hab Reichweite durch diesen blöden. Durch dieses hat eigentlich Buch jemand Karte oder so? Eingelöst. Boost. Ja, ich hab. Was ist denn das für ein Knopf da? Für ein Dings? Das sind Schatzkisten. Ich hab Schatzkisten. Gut. Rechts ist eine Schatzkiste. Gut, dass wir nach links laufen. Ja. Schieb die Zwiebel nach vorne. Da muss immer mal gucken, irgendwo ist ja auch noch mal so ein. Schieb die Zwiebel. Nee, da hast rechts. Keine Karte. Doch, ich habe die Schatzkarte. Ah. Da rechts. Johannes hat die Karte. Ha. Dann kann der ja sagen, ob es irgendwo versteckte Wege. Also das Hellblau muss man haben, ne? Der hat mich echt noch getroffen. Der Sack. 3, 2, 1. Ich muss sagen, das klappt mit euch immer reibungsloser. Ja, mit diese Spezialattacke ist so kacke. Nö, ich finde eigentlich ganz. Ich spring da übelst oft einfach vorbei. Haben wir schon Engel? Nein, ich weiß ja, nicht. Ich habe Engel. Gut, ich hab Engel. Aber es sollte noch jemand mitnehmen. Warte, hier ist Stärke. Wie viel hast du jetzt? 53. Boah. Na, muss ich auch. Krass. Ich auch. Nein, du nicht. Natürlich. Aber angreifen ist auch das Einzige, was ich kann. Und meine Spezialattacke schnell aufladen. So. Das ist schon mal viel wert. Geht's hier irgendwo lang, Johannes? Du musst uns updaten. Nein. Blitz, wie viele Zaubersteine man hier bekommt, ist ja unfassbar. Einmal haben wir bisher nur Vita bekommen. Brauche ich nicht. Glaube. Aber Johannes hat ja den guten Ring. Ja, wenn er den nicht hätte. Dann hätten wir das Problem wie in. Wo war das? Echsenwald. Hier geht's nämlich hoch. Echsenwald, meinst du die Mondstätte? Weiß ich doch. Echsenwald. Mach auf. Toll. Wow. Ganz cool. Da also, habt ihr uns hingekriegt. Zeig doch mal ah ja, ich hab dein Salto gesehen. Das war toll. Gäh. Okay. Einfach großartig. 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 Ich wollte das eigentlich so französisch-mäßig sagen. Großartig. Oder großartig. Ach so. Also nicht großartig, sondern... Großartiger. Meine Fresse. Ich glaube, da hat überhaupt keiner dran gedacht. Woran? An? Große Dicke. Großartig. Ach so. Also das will ich haben. Silber, das brauche ich für irgendwas. Ja, für Accessoires meist. Aber bei erst 3 Artefakte, wenn ich richtig sehe. Hä, wie ist der so schnell da runtergekommen? Gebeamt. Also einfach tot. Da ist eine Skiz. Lol, sowas droppt hier. Naja, das gut, das ist halt auch zweiter Dungeon nur, ne? Ja, aber ich habe da schon lange mitgeredet. Dungeon. Ja, aber... Muss das anders sein? Nein, ich bin langsam. Oh, wie dieses Kackvieh. Yay, Anfängerwaffe. Jetzt hier. Voll schlecht und schlecht. Ich dachte, die Loot-Table ändert sich auch. Ja, aber wir sind ja trotzdem erst in Stufe 2. Die wird nicht gleichmäßig angepasst. Hey, jetzt hast du aber 2er Betrieb. Das ist aber unfair. Oh, Leute. Was?
Ich brauche für zwei Dinge Mithril, weil ich da auch nur... Ja, aber Vorrang hat, dass wir alle jetzt erstmal unsere Abwehr auch gleich machen. Ich habe jetzt zwei Mithril-Ausrüstungssachen von der Verteidigung. Wer hat denn noch keinen Mithril-Panzer zum Beispiel? Ich muss gucken. Ich habe Eisenrüstung, Eisengürtel. Moment. Okay. Ich habe Eisenrüstung und Eisenschild, also ich habe auch nur Eisen. Aber du hast einen Mithril schon einstecken. Ja, genau, ich habe einen Mithril, lustigerweise. Und Johannes? Ich habe Eisenrüstung. Und? Mithril-Helm. Siehst du? Okay. Ich bin nämlich der... Die Arschkarte hat mit der Rüstung. Ja, dann bitte. Dann bist du jetzt aber trotzdem vorne, weil du ja jetzt zwei mit drin hast. Ja, früher oder später ist ja immer einer. Mir ist das der Wurst. Ich gönn dir das hier. Eure Kommandolisten. Wir haben Sanitas, ja, hab ich. Gut. Geht da nur Phoenix-Feder drin? Nein. Ja, ich hab drei. Was? Was findest du denn mit drei in der Liste? Naja, das ist wichtig. Scheiße, ich hab nur noch eine insgesamt. Ich muss mal langsam wieder anfangen. Warte mal, es kann sein, ich hab auch nur noch eine über. Nee, komm. Die kriegen wir schon. Bei dem Gegner, wir wissen doch alle, was es ist. Ja, Johannes kann jetzt einfach Feuer machen. Es ist der Schlammschlurz. Ihr könntet auch beide zusammen... Kann ich auch Feuer machen? Ja, ihr könntet den Teil... Ich mach auch Feuer. ...anbrennen. Aber wir kümmern uns um die ganzen anderen. Boah, das sind aber ganz schön viele Ads hier, plötzlich. Fünf. Ich seh nichts. Wann machst du Feuer drauf? Warte, jetzt. Wo bist denn du da? 3, 2, 1. Ordentlich Fluch. Yeah. Sobald ihr seht, dass ihr vergiftet seid, sagt ihr das bitte. 3, 2, 1. Mike, bleib stehen. Ja, sehr schön. Siehst du, er brennt. Dann nimmt er auch mehr Schaden. Jo, aber wie? 3, 2, 1. Achtung, gemacht, gar. Es klappt wunderbar mit euch, Johannes und Roman. Jo. Guck mal, wie der jetzt. So, jetzt zusammenkommen. Ja, ich bin hier. Hat nicht geklappt, macht nichts nochmal. Der schlucken muss. So, warte mal, jetzt muss ich das mal heilen. Das ist hier gerade Kacke. Bin vergiftet. Er ist doch gleich weg. Ja gut, dann scheißen wir drauf. Alter, das war doch super. Direkt mal übertrieben. Das sehe ich gerade gar nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Wie lange hat das jetzt gedauert? 15 Sekunden oder so? Jawohl. Ich möchte auch gern zu einem Schmied, bitte. Du willst gewaped. Ja, ich auch. Ja, das können wir ja nicht zeigen, oder? Nee, müssen wir nicht. Nein. Aber du wirst schon noch dein Mitre-Equip bekommen, wie du es dir verdient hast. Und wenn wir jetzt nicht 1000 Punkte bekommen durch dein Geld. Nee, ihr habt ja 3-4 Mal was aufgenommen. Und nicht den epicsten Epic-Loot. Na, ich nicht, zwei hab ich hab dich auch nicht angesehen. Ich nicht, Loot. Daniel. Ich hab einmal Geld aufgehoben. Das, du hast immer gesagt, auch zweimal. Das kann schon viel ausmachen. Ruhe, meine Mutter schreibt mir. Die Briefüberschrift heißt, damals. Damals war es. Dein Platz, sagt mein Vater. Oder die Arme greifen. Oh, die sind traurig, dass ich nicht zu Hause bin. Schlafen Mokris auf Bäumen? Was denkst du? Ja. Schlafen die überhaupt? Ja. Ja. Ah, jetzt schicke ich denen endlich mal den scheiß Obstkern. Ich schick dem direkt den Apfel zurück. Ich habe auch einmal Mithril. Du musst ja eigentlich nichts schicken, her? Oder? Der eben, irgendwie hat mir, glaube ich, beim letzten Mal... Nee, das war, glaube ich, das, worum wir mit Mike so gefeilscht haben. Und ihr habt mich missverstanden. Ich glaube, trotzdem haben wir irgendwie zusammengelegt und meinten, das nächste Mithril kriege ich dann irgendwie. Aber wir haben für dich, glaube ich, zusammengelegt für ein Mithril. Wir müssen uns diese Folge einfach mal angucken. Was? Nee, die haben wir nicht aufgenommen. Ach, das war ja... Das ist Zwischenspiel. Das habe ich ja gesagt, weil ich darauf gehofft habe, dass aus dem Versteck Mithril kommt. Stimmt, das war das Problem. Aber das hast du auch nicht erwähnt. Naja. Also einfach hingegangen. Genau, er hat gesagt, einer kriegt kostenlos Mithril, was ja, legt ja zusammen. Weil ich mir sehr sicher war, aber ich kann mich ja auch mal irren. Ich dürfte nicht viele Punkte haben. Das glaube ich nicht, du hast ja hart gezaubert. Genau. Na, aber du bist der härteste Zauber. Ja, siehst du, ich krieg nämlich das meiste. Ja, sich selbst nicht heilen, das ist nicht einmal gemacht. Ja, warum auch? Naja. Was haben wir denn hier schönes? Oh, wir haben eins vergessen, das ist Geheimarznei. Das braucht... Brauchen wir später mal, ja. Ja, aber das droppt doch selten. Das ist die Frage, ja, wer braucht denn das? Aber Stärke. Wer braucht denn das? Wir brauchen das alle mal, früher oder später. Ist das nicht für so eine Superwaffe? Ich hätte gerne eins von den Abwehrdingern. Ich nehme das. Na, das war mir klar. Na, dann... Toll. Ja. Sieht, er hat ja schon alles, Johannes hat vollkommen richtig kalkuliert. Wind. Stoffmütze, das klingt mächtig. Plus zwei, gell? Mächtige ja. Stoffmütze des Todes. Daniel wird sich seine Mithril-Sachen bauen und... Endlich nicht mehr so rumheulen. Vielleicht baue ich mir auch die Triumph, aber braucht man nicht auch Mithril? Wir bauen uns einfach jetzt ein Raketen. Dies alles und noch mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.